Der chinesische Autokonzern Geely bringt den Geometry C nach Europa. Während der Kompaktstromer in China unter der Geometry-Marke vertrieben wird, soll er in Europa offenbar als Geely Geometry C direkt unter dem Namen des Mutterkonzerns vermarktet werden. Alles, was man über den Geely Geometry C aktuell wissen kann, seht ihr jetzt hier auf Project Drive. Geometry hat jetzt bekannt gegeben, dass der Markteintritt in Europa im kommenden Jahr über die Bühne gehen wird. Geplant ist, dass zunächst das Elektroauto Geometry C ab der ersten Jahreshälfte 2023 in Ungarn, Tschechien und der Slowakei verkauft wird. Weitere Fahrzeuge von Geometry sollen folgen. Ein entsprechender Vertrag wurde Anfang November zwischen dem ungarischen Autoimporteur Grand Automotive Central Europe und dem Autohersteller unterzeichnet. Kommt der Geometry C unter diesen Voraussetzungen im kommenden Jahr tatsächlich nach Europa, würde dies den erstmaligen Markteintritt der Geely-Kernmarke in Europa bedeuten. Mit Marken wie Volvo, Polestar, Lotus, LEVC und Link & Co. ist der spartenreiche chinesische OEM bereits vor Ort. Für Zeekr ist der europäische Markteintritt für kommendes Jahr angekündigt. Zum hochinteressanten Elektroauto Zeekr 001 habe ich auch ein Video gemacht, dieses findet ihr hier oben rechts. Die Außenansicht ist, kann man schon sagen, einigermaßen sportlich und modern. Er hat optisch, wie ich finde, Ähnlichkeit mit den MG-Modellen, weswegen der Geometry C ein wenig vertraut wirkt. Die Form an sich sieht kompakt aus, aber es handelt sich hierbei immer noch um ein SUV. Nur die Proportionen sind etwas kleiner gehalten. Vorne wirkt das Design bis auf ein paar kleine sportliche Einlässe sehr glatt und steril. Das Hinterteil kommt schon ein bisschen verspielter und im Vergleich zum Rest des Exterieurs fast schon gewagt daher. Die Scheinwerfer vorne sind mit 80 LEDs ausgestattet, hinten sind es nochmal 200. Eingelassene und automatisch ausfahrbare Türgriffe verbessern nochmal die Aerodynamik. Wenn wir einen Blick in den Innenraum werfen, springt einem direkt das 12,3 Zoll Infotainment-Display ins Auge. Hinter dem Lenkrad befindet sich noch ein Monitor, um die üblichen Fahrwerte abzulesen. Das allgemeine Design wirkt wie eine Mischung aus futuristischen und minimalistischen Elementen und spiegelt in diesem Sinne das Exterieur wider. Das Zwei-Speichen-Lenkrad ist zwar Geschmackssache, dennoch passt es gut in das Interieurdesign und beißt sich nicht mit dem Rest. Die Mittelkonsole ist am unteren Ende ausgespart, damit man noch mehr Stauraum zum Beispiel für eine Handtasche hat. Schon von DeSony gehört? Der Premium-Wallbox-Hersteller aus Deutschland bringt mit der DeSony IQ, wenn nicht sogar die ultimative Ladelösung in eure Garage. PV-Überschussladen, Dienstwagenabrechnung und ein MED-Stromzähler sind schon eingebaut. Zusätzlich kann man die Wallbox über Over-the-Air-Updates auf dem Laufenden halten und sie dank integrierter, farblich anpassbarer LEDs als Lichtquelle nutzen. Zum Beispiel auch zum Anzeigen des Ladestatus. Außerdem hat sie sogar Boxen eingebaut. Somit hat man alles in einer Wallbox vereint. Wenn ihr jetzt unbedingt die DeSony IQ haben wollt, könnt ihr sie ab sofort mit dem Link in der Beschreibungsbox bei eautos.de bestellen. Und mit dem Code PROJECTDRIVE spart ihr euch beim Checkout nochmal 150 Euro. Also viel Spaß mit der DeSony IQ und weiter geht's! Der Geely Geometry C ist 4,43 Meter lang, 1,83 Meter breit und 1,56 Meter hoch. Der Radstand bemisst sich auf 2,7 Meter. Der permanent erregte Synchronmotor von Nidec bringt 150 kW oder 204 PS auf die Straße. Das Drehmoment beläuft sich auf 310 Newtonmeter. Von 0 auf 100 km/h schafft es der Geometry C in 6,9 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit ist bei 150 km/h abgeregelt. Der Geometry C wird übrigens bereits seit 2019 produziert und wird in China mit zwei verschiedenen Akkukonfigurationen angeboten. 53 und 70 Kilowattstunden. Die Batterien werden von CATL gefertigt. Das Modell mit dem kleineren Akku kommt 400 Kilometer weit, bei der Variante mit dem größeren Akku wird eine Reichweite von 550 Kilometer angegeben. Die Reichweitenangaben basieren allerdings auf dem NEDC oder NEFZ-Rating. Die WLTP-Angaben sind, wie wir alle wissen, deutlich darunter angesiedelt. Am Schnelllader kann das Auto höchstens 70 kW ziehen und braucht somit von 0 auf 80% Ladestand circa eine halbe Stunde. Mit AC lädt man mit maximal 6,6 kW, dann braucht man 8,5 Stunden.
Der Durchschnittsverbrauch soll bei 13,2 Kilowattstunden auf 100 Kilometern liegen, allerdings auch nach NEFZ. Das Kofferraumvolumen beläuft sich auf 340 Liter. Rundherum ist das kompakte SUV mit Kameras und Sensoren ausgestattet. Damit kann man sich im Display das Auto mit 360-Grad-Winkel anzeigen lassen, was unter anderem natürlich super fürs Einparken ist. Unter der Geometry-Marke sind in China außerdem die E-Limousine Geometry A und der Kompakt-SUV Geometry EX3 auf dem Markt. Außerdem mit G6 und M6 allen voran optisch überarbeitete Versionen der Modelle Geometry A und C. Ob Geely die ursprüngliche oder die überarbeitete und anders benannte Version des Geometry C in Europa einführt, wird nicht präzisiert. Das Basismodell wird in China zu einem Preis von umgerechnet rund 18.900 Euro verkauft. Das Topmodell mit dem 70 Kilowattstunden Akku kostet umgerechnet rund 23.900 Euro. Wie viel der Geometry C in Europa kosten wird, ist noch unklar. Schreibt mir doch in die Kommentare, was ihr denkt, wie viel der Geometry C in Europa kosten wird. Also wenn der Geely Geometry C auch nach Deutschland kommen sollte, und das ist nicht einmal unwahrscheinlich, bekommt man ein wirklich gut ausgestattetes Elektroauto für einen annehmbaren Preis. Aber was haltet ihr von dem Wagen? Sagt mir auch das gerne in den Kommentaren. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht, auf meinem Instagram-Kanal vorbeizuschauen. Den Link dazu gibt es in der Videobeschreibung. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!